heute lauschig. Frau Burke zapft schon hier gar das Baubild. Die Jungs sehen heute wunderbar aus und auch das Publikum im Haus. Ich freue mich auf die Inge und dass sie heute mit mir noch was singen wird. Und was sie alles sonst noch so wäre, begrüßt mit ihr Frau Inge Schulze Meyer Schröder. Frau Inge Schulze Meyer Schröder, die Ex-Bachelorette und die Ex-Dschungelkönigin. Und sie ist ja auch die Oberputzfrau vom Ozean Neo. Und da kommt sie nämlich auch gerade her aus dem Ozean Neo. Da ist sie. Ich freue mich heute hier zu sein. Die Shanties freuen sich auch, ja, das weiß ich. Was denken wir denn, Bier oder Wein? Dann wird der Abend wunderbar sein. Ja, Frau Inge Schulze Meyer Schröder, Applaus! Na, Inge? Wie geht's denn? Gestern ging's doch bestimmt noch, ne? Oder? Ja, ja. Also, meine lieben Shanties, das heißt Tinas Nacht. Die werden aber auch immer schussliger, die Jungs. Ach, Inge, was möchtest du eigentlich trinken? Bier, Wein, Sekt? Frau Gurke, einmal Cola, Wodka für Inge. Aber bitte mit Strohhalm, Frau Gurke, denn ich habe schon von vielen Fäulen Schwimm heute zwischen den Fingern. Puh. Oh, das sieht ja komisch aus, aber da kann dir der nächste Gast bestimmt helfen. Oh, das ist gut. Das und ich werde auch gar nicht lange warten und dann hole ich ihn auch schon mal rein. Wo ist er denn, unser nächster Gast? Schöne meinen Sonntag sehen wir am Strand und warten auf Captain Pete. Dann rutscht jeder jeden nochmal an, wie er nüchtern im Gesicht aussieht. Und ist der Seegang noch so stark, wir schwächen im See und stört das nicht. Auf der Butterfahrt nach Dänemark retten wir uns die Augen dicht. Bruder, Oma, Sohn und Mutter, alle saufen auf dem Kutter. Bruder, Oma, Sohn und Mutter, alle saufen auf dem Kutter. Mensch, Piet, auch an dich gleich die erste Frage. Wie geht's denn so? Danke. Was macht denn die Fischerei? Jo, das wird gesendet. Ich fisch nicht mehr. Das lohnt einfach nicht. Ende all Ende, dann habe ich versucht mit der Biberräucherei und Müllsammeln am Strand und all so ein doofen Kram und so weiter. Das haut alles nicht hin. Und nun mache ich aber ganz was Neues. Nun mache ich in Netze. Oh, das klingt ja interessant. Dann komm mal hier rüber. Guck mal, hier ist schon unser Gast. Prost erstmal, ihr Lieben. Oh. Sie haben aber schönes Schwimmen heute. Ja. Oh, da empfehle ich Ihnen meine neue Anti-Schwimmhautcreme. 100% Lebertron. Rein biologisch, also auch abbaubar. Der Rest ist geheim. Das ist ja mal ein schön, Fischer Piet. So eine schöne Creme, ne? Aber ich hätte ja lieber was Flüssiges, ne? Oh, siehst du, Piet hat noch gar nichts zu trinken, Frau Gurke. Einmal Flüssigbrot für Piet. Und Frau Inge kriegt jetzt hier nur noch Wasser. Wasser? So, ihr wisst ja, wir haben auch immer einen musikalischen Gast. Und bevor der jetzt reinkommt, da machen wir uns das auf dem Tresen bequem. Aber ich sage nochmal gleich, auf Tisch 1, da liegen ein paar Bierdeckel, da könnt ihr ein paar Fragen stellen. Die sammelt Frau Gurke dann nachher ein. Jo. Dann geht's los.
nicht. Okay. Aber jetzt kommt er wirklich. Der einzige vegane EU-Kommissar, Günther Quotinger. Und ich freue mich ja schon so auf ihn. Günthi, oh Günthi, Günthi, oh mit dem war ich ja bei Let's Dance, oh der Mann, der ist ja gut. Günthi, aber Mädels, Jungs, ich habe jetzt leider gar keine Zeit mehr. Ich habe ja schon wieder Termine, Termine, Termine und ich muss jetzt leider zu First Dates. Also Schauschen, Schauschen, Schauschen. Bettine, du bist aber eine gefragte Putzfrau, wa? Dann klappt's ja irgendwann mit der Weltkarriere nachher. Mensch, Günthi! Inge! Schürzemeier! Endlich sehen wir uns bald wieder. Ach, Günthi. Was habe ich gehört? Du heißt jetzt Schröder? Ach, Günthi. Schürzemeier Schröder? Ich habe so viele Namen, die weiß ich selber nicht mehr durch dich. Wie oft willst du noch heiraten? Aber Günthi? Ist egal. Ich frage dich mal wann. Willst du auch hier zu Riverboot? Riverboot? Oh Gott. Na, ja, gar nicht mehr. Die Spaß. Sieht ja gar nicht mehr durch. Geh! Fort mit deinem Fischsalat. Erst den Hering. Wenn ich an Hering denk, dann stinkt's mir grad. Wenn Aschermittwoch morgens um acht mein Kater Krallen macht, weiß ich, der gibt nicht eher Ruhe, bis der sein Rollmops hat. Bis der sein Rollmops hat. Erst den Hering. Gehe fort mit deinem Fischsalat. Wenn ich an Hering denk, dann stinkt's mir grad. Ich war in Wieg den halben Tag bei Gurke an sein Tresen. Da stinkt es nach Fisch bis in die Nacht. Mir ist so furchtbar schlecht gewesen. Mir ist so furchtbar schlecht gewesen. Erst den Hering. Geh mir fort mit deinem Fischsalat. Erst den Hering. Wenn ich an Hering denk, dann stinkt's hier grad. Sommer auf dem Freester Campingplatz, da war ich hart am Landen. Da hat an so'n blöden Zelt ein Riesenhering rausgestanden. Ein Riesenhering rausgestanden. Also Günthi. Was ist denn jetzt? Günthi, weißt war du, doch noch gar nicht fertig. Wir wissen alle jetzt, dass du den Hering hast. Und von diesem Lied kriegt man Depression. Das geht nicht. Absolut gar nicht. Tina, so kenne ich dich gar nicht. Aber naja, ist mir egal. Ne? Dann muss ich die Quote einfach wieder senken. Ja, das habt ihr nur davon. Das ist er. Das ist er. Der ist schuld. Ja. Der ist schuld. Das ist er. Ach, ich habe die Macht. Aber ich werde es euch zeigen. Piet ist doch gut. Also mein Typ ist er ja auch nicht, aber singen konnte er, muss ich sagen. Frau Gurke, können wir denn jetzt mal die Bierdeckel haben? So, dann gucken wir mal. Nee, die ist doof. Oh, die. Ja, die geht. Hast du beim Sex schon mal an Fisch gedacht? Na ja, gut, das kommt darauf an, wann die Dame das letzte Mal geduscht hat, ne? Ja.
Warum fängst du denn kein Matjes? Tja, die Ostsee ist einfach nicht salzig genug. Ist denn die Ostsee noch zu retten? Naja, so ein Salzstreuer alleine reicht da nicht. Da braucht man schon ein bisschen mehr Frischwolle. Wegen der Nährstoffe. Frischwolle. Was? Willst du etwa den Nord-Ostsee-Kanal erweitern? Naja, nun. Da leben doch Menschen. Ja, ich sag mal, naja, das Leben ist kein Korfenteich, nicht? Also die Olsenbande ist ja auch schon lange tot. Und die Gitte, die sinkt ja auch immer tiefer. Und das Karlsberg, da kann ja nur auch wirklich keiner süppen. Also da fällt mir eigentlich nur eins ein. Dänemark muss weg. Das ist die Lösung. Und auf die Ostsee-Erweiterung ein dreifaches Greif! 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 So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder bei Inas Nacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank an Piet und jetzt alle Prost! Prost!